Ich will mit Photopea eine Farbkorrektur machen mit der Gradationskurve. Mein Name ist Pirmin Lehner. Wir haben dieses Bild vorhin korrigiert mit der Tonwertkorrektur. Das ging ganz gut. Auch den Gelbstich haben wir korrigiert mit der Tonwertkorrektur. Auch das sieht hier ganz gut aus, aber es ist nicht perfekt, denn hier haben wir eine sogenannte Tonwertspreizung gemacht. Das heißt, es gingen auch Bildinformationen verloren. Wenn ich hier auf die Tonwertkorrektur gehe, so haben wir es gemacht, und nochmals eine Tonwertkorrektur mache, dann sehe ich hier, das Histogramm hat Lücken. Und zwar hier im Blaukanal, es hat auch Lücken im Rotkanal und das möchte ich eigentlich nicht. Also mache ich das nun mit der Gradationskurve, dann werden die Tonwerte verschoben und nicht einfach verzerrt. Bei welchen Bildern würde sich das überhaupt lohnen? Ich habe hier ein paar Beispielbilder, zum Beispiel das. Blauer Himmel, blauer See, blaue Steine, alles blau. Also hier wäre sicher eine Farbkorrektur nötig. Das nächste Bild, hier, die Sonne schien, man sieht es hier am Schatten und das Ganze ist so grau, so Also hier wäre eine Farbkorrektur nötig. Das nächste, das ist eine typische Schneeaufnahme, meistens sind die ein bisschen zu dunkel, der Schnee wirkt irgendwie zu grau. Auch das wäre ein prima Beispiel, um das Bild aufzupeppen. Oder hier, da wird es schwierig. Sobald ein Bild überbelichtet ist, also der See hier ist nur noch weiß, das kann man nicht mehr retten. Das nächste Bild ebenfalls, das Haus hier, diese Dachkante ist nur noch weiß, in Wirklichkeit wäre es Holz, der Boden wäre sogar schwarz, Asphalt, also viel zu hell, das ist kaum mehr zu retten. Wenn Bilder eher zu dunkel sind, da kann man etwas machen. Auch das letzte Bild, auch hier diese Planke hier ist nur noch weiß, auch dieser Balken nur noch weiß, das ist kaum mehr zu retten. Aber wir gehen jetzt zum Blaustich. Also machen wir nun die Korrektur mit der Gradationskurve. Hier bei Bild, Anpassungen, Gradationskurve, das Tastaturkürzel Ctrl-M. Dann habe ich dieses Werkzeug vor mir. Eigentlich ist es ganz ähnlich. Ich habe hier so eine Linie und ich habe wiederum RGB, wie vorhin beim Histogramm. Ich gehe nun mal in den Rotkanal. Ich sehe, hier fehlen die hellen Rotpixel. Jetzt stelle ich nicht irgendwie einen Regler nach links an diesen Hügel, sondern ich zupfe an dieser Linie. Und zwar gibt es jetzt eine Kurve und ich schaue, dass diese Kurve hier diese Decke nicht berührt. Wenn die Kurve die Decke berührt, dann wäre es genau gleich wie bei der Tonwertkorrektur. Diese Pixel wären verloren. Ich will die ja nur ins Helle verschieben. Ich könnte hier auch einen zweiten Punkt setzen und die dunklen Rot in die Tiefe setzen. Was heißt in die Tiefe? Dann würden die dunklen Rotanteile verstärkt, das ganze Bild wird auch dunkler. Ist jetzt nicht wirklich nötig, denn ich sehe, hier hat es ja dunkle Rotanteile. Ich gehe zum nächsten Kanal, in den Grünkanal. Auch hier trage ich nun diese Linie ein bisschen nach oben, schaue wiederum, dass es hier die Decke nicht berührt. Hier die unteren dunklen Grünpunkte, die könnten aber hier bleiben. Ich lasse das mal so und ich gehe noch in den Blaukanal. Der Blaukanal sieht im hellen Blaubereich eigentlich gut aus. Hier die dunklen Blaupunkte, die könnte ich jetzt noch dunkler setzen, aber Achtung, wenn ich das zu stark mache, dann wird das Bild irgendwie komisch gelb. Also ich kann das auch so belassen, ist perfekt und okay. Und wenn ich jetzt vergleiche zu vorher und nachher, ist das wirklich gut. Ich erkläre das nochmals mit dieser Darstellung hier. Beim Histogramm haben wir bemerkt, es fehlen die dunklen Rotanteile und die hellen Rotanteile. Pixel. Wir haben im Histogramm am Rotkanal gezerrt und einfach behauptet, das hier sei weiß und das dunkelste Rot sei schwarz. Das sah nachher so aus,
Wir haben hier ein sehr dunkles und hier rechts ein sehr helles Rot, dafür fehlen hier dazwischen ein paar Werte. Wenn ich das nun aber mit der Gradationskurve korrigiere, dann werden die Werte verschoben und es sollten hier eigentlich keine Werte fehlen, sondern ich habe das ganze Farbspektrum vom dunkelsten Rot bis zum hellsten Rot. Dem Bild selber sieht man das nicht wirklich an, aber es ist qualitativ besser korrigiert. Wenn's pressiert, geht's auch so. Also nochmals Ctrl-M für Gradationskurve. Jetzt habe ich hier drei Farbtupfer. Und zwar schwarz, ein mittleres Grau und weiß. Wenn ich nun hier auf schwarz klicke, fahre ich damit ins Bild und ich zeige Photopea, wo in meinem Bild ein reines Schwarz vorkommt. Vielleicht hier im Auge oder dann hier im Mundwinkel. Dann zeige ich Photopea auch noch, wo ist denn ein reines Weiß. Ich klicke hier mal auf den Hemdkragen. Ja, es ist jetzt nicht wirklich perfekt geworden. Ich kann hier auch einen Reset machen und das nochmals versuchen. Ich versuche nochmals mit Schwarz, vielleicht hier beim Hals. Und wo wäre ein reines Weiß? Hier am Hemdkragen? Ja, vielleicht so. Es ist im Ganzen noch ein bisschen dunkel, aber wenn ich das Ganze noch aufhellen will, dann könnte ich das hier aufhellen und wenn der Kontrast verstärkt werden sollte, dann zupfe ich hier am unteren Teil und mache so eine S-Kurve. Ja, jetzt sieht es aber irgendwie hässlich aus. Das war's.